Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Nick, in einer schriftlichen Mitteilung in den sozialen Medien haben Sie sich darüber beschwert, dass wir Landwirte die aktuelle Situation populistisch ausnutzen würden. Um es mal klar auszudrücken, ich persönlich missbrauche die aktuelle Situation nicht, sondern ich fühle mich zum einen als ehemaliges Mitglied der Zukunftskommission betrogen um unsere Arbeit und zum anderen haben wir eine neue Zeit nach dem Krieg und wir warnen nur vor den aktuellen Problemen, die unseren Frieden gefährden können. Beim Treffen mit Herrn Özdemir gab es die klare Aussage von unserem Landwirtschaftsminister, dass das Papier des Koalitionsvertrages auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Papier der Zukunftskommission auf seinem Schreibtisch liegt und seine Regierungsarbeit als Minister maßgeblich leiten wird. Scheinbar hat Herr Özdemir entweder aufgehört zu lesen oder er kann sich in der Regierungskoalition nicht durchsetzen, denn es heißt klar und deutlich, zum Beispiel in der Leitlinie 1 der ZKL, dass die Transformation der Landwirtschaft mit wirtschaftlich tragfähigen Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft auch umsetzbar werden. Einfacher ausgedrückt, es braucht viel, viel Geld für die Umsetzung. Ich persönlich fühle mich betrogen um die Inhalte einer Zukunftskommission, die klar und deutlich die Transformation der Extensivierung oder auch einer Ökologisierung nach vorne gestellt hat, aber keinerlei finanzielle Berücksichtigung bekommt im Koalitionsvertrag. Um hier mal einige Umweltverbände zu nennen, die an der Zukunftskommission mit teilgenommen haben. Es waren zum Beispiel der BUND, der NABU und der WWF, die diese Papiere ebenfalls unterschrieben haben. Ich kann auch aktuell nicht sehen, dass wir den europäischen Rahmen so bewegen, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern die Ökologisierung der Landwirtschaft in Europa in dieser Zeit umsetzen können. Es wird Zeit, dass wir auch uns mit den Problemen dieser Welt auseinandersetzen und man hat gesehen, wie man das umsetzt im Verteidigungshaushalt, wie man mit Sicherheit letztendlich auch umgehen muss. Frau Nick, eine Frage. Wie passt das mit Ihren Aussagen zusammen? Es fehlt in Zukunft also nicht nur Getreide, sondern auch der Dünger, der zum Beispiel mit bis zu 50% am Ertrag beteiligt ist. Darüber hinaus werden die gesetzlichen Vorgaben dafür sorgen, dass wir auch weiter weniger Menge erzeugen werden. Welche Verantwortung tragen wir also? Und Frau Nick, die Antwort schulden Sie den Menschen, wie sie grundsätzlich mit der aktuellen Krise umgehen. Denn die Märkte geben es vor, für wen das Getreide oder die Ernährung umsetzbar ist. Ich bin überzeugt, dass wir nicht nur eine regionale Antwort für Deutschland brauchen, sondern wir brauchen eine globale Antwort für Klima, Arten- und Umweltschutz. Und entschuldigen Sie den Anlass, als Landwirt ist die Ernährung unser zentraler Auftrag.